Hallo ihr Lieben, heute soll es um die Neuzugänge vom Juli gehen und um meine bisherigen Neuzugänge vom August. Und das hat auch einen Grund, denn wir müssen reden. Ich habe jetzt lange hin und her überlegt, wie ich das mache, und ich habe mir gedacht, ich packe es jetzt einfach in das Neuzugänge-Video, werde im Lesemonat dann das Ganze nochmal kurz ansprechen und auf dieses Video hier verweisen, dass ihr auch wirklich alle Bescheid wisst. Aber wir müssen einfach mal miteinander reden, denn so wie es jetzt ist bei mir mit YouTube, geht's nicht weiter. Und ja, was ich euch zu sagen habe, das erfahrt ihr jetzt, und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich hasse diesen Satz, wir müssen reden, aber es ist in diesem Fall so, weil ich euch nicht dumm sterben lassen möchte in dem Sinne, wie man so schön sagt, denn ich werde eine YouTube-Pause machen. Ich habe es überlegt, dass ich dieses Jahr noch komplett durchziehe mit YouTube und mir dann so Januar, Februar eine Auszeit nehme. Aber ich habe in den letzten Wochen einfach gemerkt, dass ich immer weniger Lust habe, Videos zu drehen. Und da YouTube ja nun mal mein größtes Hobby ist in dem Sinn, womit ich halt auch in der Woche die meiste Zeit verbringe, sollte mir das Ganze schon Spaß machen. Und ich merke einfach im Moment, ich habe keine Lust mehr. Das hat keine bestimmte Ursache. Ich bin nicht schwanger oder irgend sowas, dass ich eine Leseflaute habe oder irgendwas. Nein, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich mache seit 5 Jahren jetzt YouTube-Videos zum Thema Bücher und mir geht so langsam einfach die Luft aus. Und ich bin da nicht die Erste und ich werde da auch nicht die Letzte sein, der das so geht und wo das halt auch einfach mal so ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde jetzt nicht bis Ende des Jahres mich hier noch durchquälen, was ist ja eigentlich keine Qual, ist es ja nicht, ne? Aber ihr wisst, was ich meine im übertragenen Sinne. Ich werde mich jetzt hier nicht bis Ende des Jahres hinsetzen und so weitermachen und mich dazu antreiben, obwohl ich eigentlich keine Lust habe. Deswegen habe ich jetzt entschieden, dass ich jetzt schon eine Pause einlegen werde. Ich möchte nicht sagen, dass ich in den nächsten 3 Monaten kein einziges Video online stellen werde. Nein, ihr kriegt heute noch die Neuzugänge, ihr kriegt nächste Woche noch den Lesemonat. Und ich bekomme im August auch noch 2 Rezensionsexemplare, wo ihr auf jeden Fall auch noch eine Rezension dazu bekommen werdet. Und im Oktober ist auch Buchmesse und ich mache ja eigentlich auch immer ein Video zur Buchmesse. Und Annika hat mich letztens gefragt, ob wir nicht mal wieder ein Hangout machen wollen. Und das möchte ich eigentlich auch ganz gerne mit dir machen, da habe ich auch Bock drauf. Also ich werde jetzt nicht gänzlich hier verschwinden und mich nie wieder blicken lassen in den nächsten Wochen. So ist es nicht, aber ich möchte einfach euch sagen, dass meine ganzen Formate, wie ihr sie kennt, erstmal nicht kommen werden. Ich habe auch gemerkt, dass ich keine Lust mehr habe auf Lesemonate. Ich habe wirklich einfach den Lesemonat zu drehen, das ist für mich momentan echt, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe momentan einfach Prioritäten, die für mich wichtiger sind oder wo ich einfach mehr Freude dran habe als das. Und deswegen werde ich jetzt eine Pause machen. So ist das. Wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass jetzt gar keine Videos mehr kommen werden in den nächsten 3 Monaten oder so. Wenn ich Bock habe, ein Video zu drehen und euch ein Update zu geben, dann werde ich das machen. Ich werde mir mal auch Gedanken machen, wie ich das in Zukunft hier alles machen möchte. Ich werde jetzt nicht sagen, ich will alles neu machen und alles besser machen, um Gottes Willen. Aber ich merke halt wirklich, dass mir halt gerade, wie gesagt, bei dem Lesemonat, aufgrund dessen, dass das halt immer so lange ist und so viel ist, dass ich da irgendwie keinen Bock mehr drauf habe. Auch wenn es das Video ist, was im Monat am meisten nur mal geschaut wird, aber ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf, weil es halt einfach für mich zu viel Arbeit ist. Ich bin da ehrlich, das ist mir einfach im Moment zu viel. Und ja, deswegen habe ich jetzt mich entschieden, ich mache eine Pause. Wie gesagt, ich werde nicht komplett verschwinden, aber dass ihr es schon mal gehört habt und euch nicht wundert, warum keine Videos mehr kommen. Das hat man ja öfters, dass man dann einfach sich fragt, warum kommen da eigentlich keine Videos mehr und man hat keine Info. Und ich mag das selber als Zuschauer nicht, wenn man dann nicht mal so kurz eine Info kriegt, so von wegen, ich mache eine Pause oder ich höre jetzt komplett auf, dass man sich halt auch als Zuschauer darauf einstellen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, ich sage euch das an dieser Stelle einmal ganz kurz und ich nehme mich da auch raus und ich nehme mir da auch die Auszeit. Ihr kriegt auf jeden Fall jetzt die Neuzugänge, den Lesemonat, die 2 Rezensionen noch. Und ich werde mich sicherlich zwischendurch auch einfach mal melden und ein Lebenszeichen von mir geben und mal sagen, wie es hier so steht und was hier so los ist. Aber nur, dass ihr es auf jeden Fall schon mal gehört habt. So viel zu dem Thema. Aus diesem Grund machen wir heute die Neuzugänge vom Juli. Und ich habe im August jetzt auch schon wieder gesündigt und Bücher gekauft. Ja, die kriegt ihr jetzt auch, weil die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, weil wenn ich die Bücher schon hier habe, warum soll ich sie euch nicht zeigen? Ja, wir fangen mit dem Juli an und ich würde sagen, wir fangen auch mit den 2 Büchern an, die ich schon gelesen habe. Warte mal, ihr kriegt 3 Rezensionen sogar noch. Ich habe ja hier noch das eine Buch, wo ich Anfang September noch eine Rezi zu machen kann. Also ihr seht, es kommt auf jeden Fall noch was. Ja, was im Juli bei mir eingezogen ist als Rezensionsexemplar, war Dark Elements Teil 4.
Ich liebe die Dark Elements-Reihe. Sie ist meine absolute Lieblingsreihe von Jennifer Armentrout. Und der vierte Teil hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Ich finde Zane als Charakter in diesem Buch ganz, ganz toll. Ich finde es toll, wie er sich verändert hat. Ich meine, das hat man in den ersten drei Teilen der Dark Elements-Reihe ja schon gemerkt, wie er sich verändert hat. Aber ich kann nur nochmal sagen, dass ich das Buch einfach großartig fand. Ich mich freue auf den nächsten Teil, der hierzu erscheint. Und ja, euch diese Reihe immer wieder nur empfehlen kann. Und wenn ihr mehr zum Buch wissen wollt, dann schaut einfach in der Rezension dazu vorbei. Dann im Juli bei mir eingezogen Show Me the Stars von Kira Moon. Das war auch so für mich die Enttäuschung in dem Monat. Ich war mega gehypt auf das Buch seit letztes Jahr Oktober, seit der Buchmesse. Und ja, für mich war das Buch so gar nichts. Mich hat es überhaupt nicht angesprochen. Ich fand die Geschichte einfach nur langweilig. Die konnte mich emotional leider nicht abholen. Und ja, deswegen war es für mich die Enttäuschung des Monats. Es geht hier um, oh Gott, wie hieß sie denn noch gleich? Liv. Und Liv möchte sich eine Auszeit nehmen vom Leben und sich einfach mal neu sortieren und schreibt dann im Suff eine Bewerbung für ein House-Sitting für einen Leuchtturm in Irland und kann sich am nächsten Tag da eigentlich auch gar nicht mehr so genau dran erinnern. Und ja, bekommt dann diese Stelle quasi als Haussitter. Und ja, was Liv dann halt dort erlebt, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Aber wie gesagt, für mich war es leider nichts, mir hat es leider nicht so gut gefallen und deswegen wird dieses Buch über kurz oder lang auch bei mir wieder ausziehen. So ist das. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, wo ihr auch auf jeden Fall noch eine Rezension bekommen werdet. Und zwar Finde mich jetzt von Katinka Engel. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Und das Buch erscheint erst Anfang September. Der Piper Verlag hat aber an verschiedene Blogger so Pakete geschickt. Und davon habe ich auch eins bekommen, wo ich mich sehr, 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 sehr drüber gefreut habe. Und ja, das Buch werde ich lesen und euch auf jeden Fall auch meine Meinung dazu noch mitteilen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. In dem Buch geht es um Tamsin. Ich lese euch einfach mal den Rückband vor. Von der Liebe bitter enttäuscht, zieht Tamsin zum Literaturstudium ins kalifornische Purley. Sie möchte sich auf sich selbst konzentrieren. Den Männern hat sie ein für alle Mal abgeschworen. Doch dann trifft sie auf Rice. Tamsin und Rice. Woher kennen wir das nur? Er ist unnahbar und faszinierend. Was Tamsin nicht weiß, er saß seine gesamte Jugend unschuldig im Gefängnis. Jetzt muss sich Rice plötzlich in einer ihm völlig fremden Welt behaupten. Auch er fühlt sich zu Tamsin hingezogen, die ihm voller Tatendrang hilft, alles Verpasste nachzuholen. Langsam beginnt er wieder zu vertrauen. Doch Rice hat Tamsin noch längst nicht alles erzählt. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Geschichte und freue mich darauf. Und wie gesagt, Tamsin und Rice, woher kennen wir das bloß? Ja, ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie mir das Ganze hier gefallen hat. Ich bin schon sehr, 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 sehr gespannt. Ich werde es jetzt demnächst dann auch anfangen zu lesen. Als nächstes lese ich auf jeden Fall jetzt erstmal Black Blade, den dritten Teil, dass ich diese Reihe auf jeden Fall irgendwann mal beende. Und danach werde ich das hier auf jeden Fall mitlesen. Und ja, dann warte ich ja wie gesagt noch auf die zwei anderen Rezi-Exemplare, die diesen Monat kommen sollten. Ich weiß nicht, wann sie kommen, aber ich hoffe bald. Bald. Auf das eine freue ich mich ja schon extrem, ne? Das ist ja King of Scars, das hatte ich euch ja schon erzählt. Ja, machen wir jetzt aber mit den Neuzugängen weiter. Dann habe ich im Juli noch drei Bücher gekauft. Und zwar zum einen Him von Sarina Bowen und Elle Kennedy. Ich hatte ja den dritten Teil der Ivy Years gelesen. Und das war ja mein erster Gay-Roman in dem Sinne, was ich gelesen habe. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich mir jetzt Him gekauft als Buch. Ich weiß, dass man den zweiten Teil nur noch schwer bekommt. Also in der Buchhandlung bestellen geht er auf jeden Fall nicht mehr. Bei Amazon und so bekommt man ihn auch nicht mehr. Also wenn man Glück hat, kriegt man ihn gebraucht irgendwo. Aber dann ist er halt auch recht teuer. Deswegen werde ich den zweiten Teil dann wohl als E-Book lesen müssen. Aber dessen bin ich mir bewusst. Aber ich wollte wenigstens den ersten als richtiges Buch haben. Und ja, den habe ich mir bestellt. Von dem Payback-Punkt von meinem Mann im Übrigen. Genau wie das hier. Und das andere Buch auch. Hat mein Schatz mir seine Payback-Punkte überlassen, hat gesagt, komm, bestell dir Bücher. Und ich so, yeah. Ja, das sind aber auch alles Bücher, bis auf Him, die auf meiner Leseliste standen. Ja, also auf jeden Fall habe ich mir noch bestellt Monsters of Verity, Unser düsteres Duett. Das ist der zweite und ich glaube auch letzte Teil dieser Reihe. Ich glaube, das ist nur eine Dilogie. Und ja, das Ende vom ersten Teil war ja schon so, was passiert jetzt? Gerade diese eine Sache dann am Ende mit dem Genozid, wo sie ja hingefahren ist. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Ich glaube, das Buch steht im September auf meiner Leseliste, dass ich es da lese. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Und ja, dann habe ich noch ein Buch vom Juli. Und zwar ist das Idle, der dritte Teil, Gib mir deine Liebe von Kristen Callahan. Ich habe ja den ersten und den zweiten jetzt auch erst vor kurzem gelesen und
Ich bin schon sehr auf den dritten Teil gespannt. Ich weiß gar nicht, wann ich den lesen werde. Dann, wenn es Zeit ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den dritten Teil. Da geht es ja jetzt um Jax. Und Jax ist ja die Ursache allen Übels für die Probleme der Band, sage ich mal. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und freue mich da schon sehr drauf. Ich kann euch auch mal hier vorlesen, was hinten auf dem Klappentext steht. Kurz vor einem Schneesturm will Stella Gray noch schnell ihre Vorräte aufstocken. Doch ein attraktiver Unbekannter reißt sich die letzte Packung Eis unter den Nagel. Eins ist klar, ohne das Minzeis mit Schokoladensplittern wird Stella das Unwetter nicht überstehen. Und so greift sie zu einer drastischen Maßnahme. Sie küsst den Fremden und lenkt ihn damit ab, sodass sie mit dem Eis fliehen kann. Wer hätte schon ahnen können, dass es sich bei dem Überrumpelten um Jax Blackwood, Sänger und Leadgitarrist der erfolgreichen Rockband Killjoy handelt. Und dass ausgerechnet er sich als Stellas neuer Nachbar entpuppt. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Ich mag ja die Geschichten von Kristen Callahan sehr und ja, freue mich da jetzt schon drauf, das Schätzchen hier zu lesen. Und ja, das waren die Bücher vom Juli. Nee, im Juli fehlen noch zwei und zwar sind die gerade nicht da, die habe ich verborgt. Ich habe mir nämlich noch gekauft The Opposite of You. Mir fällt gerade den Namen der Autorin nicht ein, aber ich blende euch das Buch hier einfach einmal ein. Da geht es um eine junge Frau, die nach Hause zurückkehrt und sich jetzt mit einem Foodtruck selbstständig macht und diesen Foodtruck genau gegenüber eines Sternerestaurants parkt. Und in diesem Sternerestaurant arbeitet halt ein Sternekoch, der Bad Boy der Kochszene und ja, um die beiden geht es dann halt, da knallt es dann halt und ja, man kennt das ja, ne? Also das ist The Opposite of You, das habe ich mir noch gekauft, das hat aber gerade meine Arbeitskollegin, genau wie Flying High von Bianca Iosivoni, der zweite Teil zu Falling Fast, deswegen kann ich hierzu auch nichts sagen, weil es die Fortsetzung ist. Ich habe Falling Fast auch noch nicht gelesen, das liegt hier noch. Für diesen Monat aber auch auf meinem Lesezettel auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich es diesen Monat noch schaffen werde. Ja, die zwei Bücher habe ich noch im Juli gekauft, sind aber gerade, wie gesagt, verborgt an meine Kollegin. Das waren die Bücher vom Juli. Kommen wir jetzt noch zu denen vom August und ich möchte einmal anmerken, dass wir heute eine sehr, sehr hohe Luftfeuchte hier haben und ich schon wieder anfange zu fließen. Das ist nicht schön. Aber egal, wir kriegen das hin. So, im August habe ich mir gekauft True North, Teil 5 von Sarina Bowen, Ein Moment für immer. Das ist die Geschichte von Mae Shipley und auf die freue ich mich schon sehr. Also ich freue mich schon mega, mega, mega doll auf die Geschichte. Das Buch steht für nächsten Monat auf meiner Liste, glaube ich, zum Lesen. Und ja, in dem Buch, wie gesagt, geht es um Mae Shipley und Mae ist bisexuell. Sie hat aktuell eine Freundin und die erwischt sie beim Fremdgehen. Das ist natürlich nicht so cool und ja, Mae möchte sich von ihrem Herzschmerz quasi ablenken und fängt etwas mit Alec Rossi an. Alec ist der Bruder von Sarah. Sarah ist unsere Protagonistin aus dem vierten Teil. Und ja, die beiden fangen dann was miteinander an, was eigentlich nur was Locker-Flockiges werden soll, aber wie das halt immer so ist, ne, möchte einer von beiden dann mehr. Und was dann mit den beiden passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich muss sagen, dass es für True North ein recht dünner Teil ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das Buch hat. Ich habe noch gar nicht geguckt. 350 ungefähr. Die anderen hatten, glaube ich, so um die 100 Seiten mehr. Schauen wir mal. Auf jeden Fall finde ich das Cover wieder mega schön. Und ich finde diese Cover auch viel, viel schöner als die von den E-Books. Die E-Books haben ja komplett andere Cover. Die gefallen mir überhaupt nicht. Aber das ist so schön und das fasst sich so toll an. Und ich freue mich schon sehr auf diese Geschichte. Und ja, das habe ich im August gekauft. Dann habe ich im August drei Bücher gekauft, die ich schon besitze, weswegen sie nicht auf meinen Sub wandern, weil ich sie auch alle drei schon gelesen habe. Aber ich wollte gern diese Neuauflage von diesen drei Büchern haben und hab mir dann gedacht, ach komm, shit happens, kaufst du dir die Bücher jetzt einfach einmal neu, dann kannst du sie im Oktober mit zur Buchmesse nehmen und dir signieren lassen. Und zwar habe ich mir gekauft Die Nachtsonne von Laura Newman, das ist der erste Teil, Flucht ins Feuerland, der zweite Teil, Der Weg des Widerstands und der dritte Teil, Im Zeichen der Zukunft. Ich habe die alle noch nicht ausgepackt, die sind alle noch eingeschweißt, weil ich gedacht habe, ich lasse sie jetzt einfach aus dem Eingeschweißt, weil ich sie jetzt sowieso in nächster Zeit nicht lesen werde. Ich muss sie dann halt im Oktober auspacken, wenn ich sie mir von Laura signieren lasse. Aber bis dahin bleiben sie aus dem Eingeschweißt, dass da nichts rankommt. Die Nachtsonne ist und bleibt eine meiner Lieblingsjugenddystopien. Das kann ich nicht anders sagen. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich habe diese Geschichte sehr, sehr geliebt damals, als ich sie gelesen habe. Die Geschichte rund um Nova berührt mich auch heute immer noch sehr, vom Anfang bis zu dem Ende hin. Und ja, ich möchte diese Reihe auf jeden Fall in der Neuauflage nochmal lesen. Und bin da schon sehr gespannt drauf und ich freue mich da auch. Und ich muss sagen, dass die ein cooles Format haben. Das ist so die Größe von dem Jonah Hardcover.
von Laura. Das heißt, man kann es hier super cool in der Hand halten und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Geschichte und kann euch die Nachtsonne als Jugenddystopie immer wieder nur empfehlen. Schaut sie euch auf jeden Fall mal an und ich liebe diese neuen Cover einfach und deswegen musste ich sie kaufen, weil ich sie einfach so toll fand. Ich habe ja die alten. Also ich habe jetzt die ganz alten Cover, das sind ja jetzt schon insgesamt die dritten, die es gibt zu dieser Reihe. Dieses Buch ist auch von 2013, glaube ich. Also es ist auch schon eine Weile alt. Und ich habe noch die ganz erste Auflage mit den ganz ersten Covern. Dann gab es zwischendurch neue Cover. Die haben mich persönlich aber auch nicht so angesprochen. Aber die hier, jetzt hat mein Handy geklingelt. Aber die hier gehen so wieder tendenziell so ein bisschen Richtung von den ersten. Und das gefällt mir mega. Und deswegen muss ich mir diese Bücher nochmal kaufen. Ich lese euch mal vor, worum es im ersten Teil der Nachtsonne geht, damit ihr wisst, wovon ich rede. Ein Leben unter der Erde. Für Nova bedeutet dies Alltag. Sie gehört zu den letzten Überlebenden unserer Welt. Doch das Schicksal hält mehr für sie bereit als ein Leben im Hub. Unfreiwillig überschreitet sie die Grenzen ihrer Realität und wagt sich, gemeinsam mit ihren Freunden, auf unbekanntes Terrain. Dabei stößt sie nicht nur auf eine grauenvolle Wahrheit, sondern auch auf faszinierende, ja beinahe magische Tatsachen und natürlich auf diesen einen Menschen, der ihr Leben verändern wird. Es ist so gut. Und ich habe beim ersten Teil, wo ich den damals angefangen habe zu lesen, da habe ich komplett diesen Flash gekriegt, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, in was für eine Richtung sich dieses Buch entwickelt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, diese Geschichte irgendwann nochmal zu lesen. Und ja, freue mich jetzt über meine neuen drei Taschenbuchausgaben mit dem neuen Cover. Flauschi-Content! Auftritt Milo darf halt auch nicht fehlen und jetzt ist die Sonne wieder da und gleich ist sie wieder weg. Das heißt, ich werde jetzt hell und dunkel werden. Ich kann es jetzt gerade leider nicht beeinflussen. Wenn das Licht so wäre immer, wäre es ja schon mega geil, ne? Ich frage mich halt auch immer, wie andere YouTuber das machen, wenn die so einen krass ausgeleuchteten Raum haben. Wie viele Softboxen haben die denn da stehen? Ich meine, ich habe jetzt hier das Deckenlicht an und die Softbox vor mir stehen. Und trotzdem bin ich relativ dunkel manchmal. Also, I don't know, wie die das machen. Ist ja auch egal. So, auf jeden Fall habe ich jetzt noch drei Bücher. Diese drei Bücher habe ich mir außerhalb der Reihe gekauft. Diese drei Bücher sind alle reduziert gewesen. Und ich habe sie nur gekauft, weil Janine mich alleine gelassen hat im Hugendubel. Also ich war verabredet mit der lieben Janine. Sage Grüße an dieser Stelle. Und wir wollten uns im Hugendubel treffen und ja, ich war dann irgendwie zu früh und dann war ich alleine bei dem großen Reduzierthaufen und habe da halt durchgestöbert und habe halt diese drei Bücher gefunden. Und eins von diesen Büchern habe ich letztes Jahr, wo das rauskam, schon gedacht, so, das möchtest du dir irgendwann mal kaufen. Das andere von diesen Büchern war letztes Jahr relativ gehypt, wo ich dann aber nicht mehr wusste, wie die Rezensionen zu diesem Buch eigentlich ausgefallen sind. War es gut, war es schlecht, wie war da die Kritik? Und bei dem dritten Buch war es so, dass ich keine Ahnung von diesem Buch habe. Oh Mann, Licht, ich hasse dich. Dieses Licht macht mich gerade wahnsinnig. Naja, auf jeden Fall, bei dem dritten Buch war es so, dass ich davon bisher noch nichts gehört habe. Ich habe dieses Buch weder bisher irgendwo gesehen, noch davon gehört, weswegen ich keine Ahnung habe von diesem Buch und ich werde mir dazu auch keine Rezension im Vorfeld durchlesen. Ich will dazu nichts wissen und nichts hören und ich möchte einfach mal wieder ein Buch lesen, wo ich nichts drüber weiß, wo ich absolut nichts weiß, außer das, was auf dem Rückband steht. Das hatte ich sehr, sehr lange nicht und ja, deswegen freue ich mich schon sehr auf dieses Buch und dieses Licht macht mich gerade alle, wirklich Leute. Dieses Licht macht mich wahnsinnig, aber wir sind ja gleich fertig, deswegen leben wir jetzt kurz damit. Okay, fangen wir mit dem Buch an, was letztes Jahr erschienen ist, wo ich dachte, ich möchte es mir gerne irgendwann mal kaufen. Und zwar ist das Im nächsten Leben vielleicht von Mia Sheridan. Ich weiß im Endeffekt auch hier nicht, wie die Kritik zu diesem Buch ausgefallen ist. Ist mir auch egal, ich möchte es gern selber lesen und rausfinden. Und ja, das hatte ich letztes Jahr, wo es rauskam, schon gedacht, das möchtest du dir irgendwann mal kaufen. Das klingt nach einer eigentlich ganz coolen Geschichte. Und ich kann euch ja mal vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Das Leben ist hart in dem Bergarbeiterort, in dem Tenley und Keeland aufwachsen. Hunger und Schmutz bestimmt den Alltag. Für Träume und Hoffnung bleibt wenig Platz. Der einzige Weg dieser Trostlosigkeit zu entfliehen, ist ein Stipendium. Nur einer kann es gewinnen. Um es zu bekommen und aufs College gehen zu können, kämpfen beide jeden Tag hart. Doch dann verändert ein Moment alles. Und aus den Konkurrenten werden Freunde. Beide wehren sich gegen die Gefühle, die sie füreinander zu empfinden beginnen.
Denn die Liebe würde ihre Pläne zerstören. Aber ihre einsamen Herzen sehnen sich verzweifelt danach. Und ich finde, das klingt echt nach einem richtig coolen Ansatz für eine Geschichte. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, was im nächsten Leben vielleicht für mich bereithält. So, das Licht möchte mich einfach weiter ärgern. Egal. Mir krabbelt gerade die Nase hier vorne wie Schwein. Und ich weiß nicht warum. Ich könnte hier gerade die ganze Zeit so die Nase kratzen. Machen wir einfach schnell fertig, dass ich mir die Nase jucken kann. Ja, dann habe ich mir noch gekauft Liebe findet uns von J.P. Monninger. Dieses Buch ist ja letztes Jahr relativ viel rumgegangen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die Rezensionen zu diesem Buch im Endeffekt ausgefallen sind. Das weiß ich nicht. Aber es lag dort und ich dachte mir, es war sehr gehypt. Du kaufst es dir jetzt einfach, weil bei dem Preis kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und ja, ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Es ist der eine letzte Sommer nach der Uni, bevor das echte Leben beginnt. Heather reist mit ihren zwei besten Freundinnen durch Europa. Sie liest Hemingway, lässt sich durch die Gassen der Altstädte treiben. Dass sie Jack begegnet, hätte sie nicht erwartet. Und schon gar nicht, dass sie sich unsterblich in ihn verliebt. Er folgt Stationen aus dem alten Reisetagebuch seines Großvaters. Es ist sein Ein und Alles. Und Jack beginnt die Schätze daraus mit Heather zu teilen. Die beiden besuchen die unglaublichsten Orte und verbringen die schönste Zeit ihres Lebens. Bis Jack völlig unerwartet verschwindet. Heather ist verzweifelt, wütend. Was ist sein Geheimnis? Sie weiß, sie muss ihn wiederfinden. Und ich finde, das klingt echt nach einer richtig coolen Geschichte. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was dieses Buch so für Überraschungen bereithält und wie es am Ende ist. Und damit kommen wir zum letzten Buch für dieses Video. Und zwar habe ich gekauft Artikel 5 von Kristen Simmons. Ich hoffe einfach mal, dass das ein Einzelband ist. Also, ich habe hinten reingeguckt, so den letzten Abschnitt mir mal durchgelesen und es klingt sehr nach Abschluss. Also ich hoffe einfach mal, dass es ein Einzelband ist. Falls nicht, habe ich Pech gehabt. Aber ich habe dieses Buch vorher noch nirgendwo gesehen und es klang einfach cool. Also es steht nicht wirklich was hinten drauf. Es steht hinten lediglich drauf, die Moralstatuten der Vereinigten Staaten von Amerika. Artikel 1. Die Vereinigten Staaten erkennen die amerikanische Kirche als offizielle Religion an. Artikel 2. Literatur und andere unmoralische Medien sind verboten. Ihr Besitz, Erwerb und Verkauf ist strengstens untersagt. Artikel 3. Eine vollständige Familie besteht aus einem Mann, einer Frau und mindestens einem Kind. Artikel 4. Die traditionellen Geschlechterrollen müssen eingehalten werden. Artikel 5. Als vollwertiger Staatsbürger wird nur anerkannt, wer als Kind eines verheirateten Paares auf die Welt kommt. Wirst du dich fügen? Und ich finde, das klingt echt gut. Und im Klappentext steht halt nur noch, wer nach Einbruch der Dämmerung sein Haus verlässt, Bücher liest oder uneheliche Kinder zeugt, wird im Amerika der Zukunft hart bestraft. Denn die Moralmiliz versklavt mit ihren totalitären Gesetzen die Bürger der Vereinigten Staaten. Den Rest lese ich jetzt nicht vor. Ich finde, das klang einfach sehr, sehr ansprechend und deswegen habe ich mir Artikel 5 noch gekauft, auch wenn es nirgendwo auf einer Liste steht und ich damit meinen Sub jetzt wieder in die Höhe getrieben habe. Shit happens. Das waren die Neuzugänge vom Juli und August. Es hat sich da so ein bisschen was angesammelt. Ach, shit happens. Ich war das ganze Jahr relativ brav, was das Bücherkaufen betrifft und habe keine Medimobs-Bestellung gemacht. Ich habe keine Rebuy-Bestellung gemacht und nichts dergleichen. Deswegen habe ich mir gedacht, darfst du auch mal ein bisschen eskalieren. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns einfach im Lesemonat wieder. Und danach schauen wir einfach mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.